Zurück auf Anfang, zurück zum Klarsichtturm, denn hier fehlt uns noch eine Schein und der Stempel. Und die gilt es jetzt natürlich zu finden. Aber ich brauche jetzt zunächst erstmal ein Katzenkostüm, denn ansonsten können wir sowieso die letzte Schein nicht erreichen. Denn das war ja schon das Problem im letzten Part. Wer sich da angeschaut hat, unbedingt anschauen. Wir haben ja schon so gut wie alles gehabt, nur ich habe es halt nicht für nötig gehalten, in den Ausgang zu gehen. Also unbedingt anschauen, letzter Part. Das war wirklich einsame Spitze. So, ich schaue jetzt trotzdem nochmal hier oben. Also hier war die Schein. Ist da vielleicht oben irgendwas? Also Kamera kann man nicht bewegen. Aber vielleicht... Ach komm schon, da ist der Stempel! Ja, wenn ich das mal vorher gewusst hätte, gell? Dann wäre das alles anders gelaufen. So, jetzt bloß nicht die Katze verlieren. Also die ist jetzt wirklich das wichtigste Item, was wir bisher benötigen. Also zumindest, um an die letzte Schein ranzukommen. Um Gottes Willen! Das war knapp. Das war knapp. Oh je, das hätte auch richtig kehrig in die Hose gehen können. Aber wir haben es trotzdem erledigt. So, die Magikoopas lassen wir in dem Fall einfach mal hier so dumm stehen. Die werden sich darüber noch sehr viel grün und blau ärgern, dass wir nicht mitgekommen sind. So, und jetzt geht's wieder ab nach unten. So, aber soll ich jetzt tatsächlich... Ach komm, ich lasse jetzt den Checkpoint einfach in Ruhe. Genau, ich lasse den Checkpoint jetzt in Ruhe und hole mir erst die dritte Schein und dann aktiviere ich den Checkpoint, oder? Ist doch gar nicht so schlecht. Ja, finde ich eine gute Idee. Denn hier gibt es wirklich kein Katzenkostüm. Und das finde ich fast sozusagen schon eine Frechheit, dass es das hier nicht gibt. Denn normalerweise sollte man hier wenigstens nochmal die Chance bekommen, ein Katzenkostüm zu erhalten. Aber irgendwie gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das war knapp. Das war knapp. Verschwinde. Ja, der hätte mir jetzt fast mein Leben gekostet hier. Und du auch noch weg. Sehr schön. So, dann der Kollege da oben. Und dahinter befindet sich ja schon die Schein. Okay, komm. So, jetzt da durch. Und da ist auch die letzte Schein. Okay, jetzt hätten wir auf jeden Fall alles. Und sollten nur noch so ganz runterkommen, ohne dass uns die Rauchwolke erwischt. Und wieso wir von der Rauchwolke verfolgt werden? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das so eine Metapher dafür, dass der Vulkan ausbricht. Oder normalerweise wird man ja immer verfolgt von Spinnen oder etc. etc. Aber hier wird man von Rauch verfolgt oder von... elektrisierendem Rauch, oder? Lass los, Peach! Lass los! Oh Gott, das schaffe ich nie. Dein Ernst? Und ich bin nicht in Checkpoint gegangen. Ich bin nicht im Checkpoint gewesen! Und genau davon rede ich ja immer. Genau das ist der Nachteil an dem Katzenkostüm. Ich weiß nicht, wie man sich da von der Wand lösen kann. Also ich habe absolut keine Ahnung. Ah, okay, dann machen wir es halt eben nochmal. Wir haben ja so viel Zeit noch übrig, denn wir sind sowieso sehr, sehr gut in der Zeit. Also wir sind jetzt schon beim Castle-Level, bei der Castle-Welt. Und, ja, haben auch schon jetzt... Wie viel der Part ist denn das jetzt? Das ist der 16. Part. Ja, also fast, glaube ich, schon die Hälfte dieses Spiels geschafft. Oh Gott, das war knapp. Oh mein Gott. Das hätte auch super... mega in die Hose gehen können. So, jetzt bleibt da wenigstens hängen, komm. Ach, dann eben nicht, Peach. Dann eben nicht. Dann machen wir es halt so. Aber was bringt mir das jetzt, wenn ich in den Checkpoint gehe? Bringt mir relativ wenig. Also dadurch würde nur mein Stempel gespeichert sein. Aber ich gehe jetzt mal in den... Wir machen es jetzt anders. Also ich gehe jetzt in den Checkpoint. Und geht's bis da oben, bis zur Schein, gehe ich mal mit dem Katzenkostüm und dann wechsle ich auf die Feuerblume. So, dann müsste sich normalerweise mein Katzenkostüm ja noch als Backup befinden. So, schneller. Perfekt. Sehr schön. So, du auch hier und weg mit dir. Perfekt. Okay, genau so mache ich es. Also, die Schein holen, Katzenkostüm wegpacken und dann mit der Feuerblume runterrennen. Denn so kann ich auch wenigstens nirgendwo hängen bleiben. Oder sonst irgendwas? Okay, okay. Wir machen es jetzt so. Wir machen es so. Komm. Sollte ich sterben, habe ich danach immer noch mein Katzenkostüm. Und komme auch somit wieder an die Schein ran. Okay, okay, okay. Also vor allem mit dem Feuerblumenanzug haben wir es geschafft. Und mal schauen, ob wir es diesmal wieder schaffen. So, Peach. Jetzt gib alles. Gib alles. Und dass man instant down ist, wenn einem die, wenn die Wolke einen erwischt, ist doch schon fast, ist doch schon abartig, oder? Also ich finde es ein bisschen übertrieben. Aber gut, okay. Ich hatte wenigstens gedacht, man ist dann wenigstens klein oder so. Nee, man ist instant down. Wahnsinn, oder? So, jetzt Peach. Jetzt Peach, renn! So, perfekt. Wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft, 100% erledigt, die goldene Fahne haben wir schon, also sparen wir uns diesen Gang mal und gehen jetzt einfach so an die Fahne. Ja, geht doch, geht doch! Wenn man bloß beim ersten Mal wirklich die Augen richtig aufmacht und jeden einzelnen Winkel abgrasen würde, dann müsste man nicht nochmal ein zweites Mal in diese Welt reingehen. Aber okay, okay. Wir haben es jetzt einfach mal nochmal veranschaulicht, dass das Spiel doch an sich immer mehr an Schwierigkeit zunimmt. So, was befindet sich denn in dieser schicken Röhre? Die schaut mich doch schon so geil an, oder? Dann schauen wir mal, was da drin ist. Ach, ein Captain Toad Abenteuer. Okay, auf das habe ich jetzt keine Lust. Nein, das machen wir erst später. Das machen wir erst später. Denn ich möchte gern die Level jetzt hier abschließen, dass wir im nächsten Part auch ins Castle können. Deswegen gehen wir ins nächste Level im Reich des Ramahais. Ein Unterwasserlevel. Und zum Glück haben wir eine Feuerblume. Somit können wir auch wenigstens was Gutes damit erreichen. Oh, das sieht nice aus, oder? Wie man da so schön runterfällt. Und dann geht's auch schon los. Okay. Okay, also ist das der sogenannte Ramahai? Ja, kann man den töten? Nein, kann man natürlich nicht. Okay, also egal, was wir jetzt machen. Wir kriegen ihn auf jeden Fall nicht down mit einer Feuerblume. Jetzt sollten wir halt nur aufpassen, dass uns dieser komische Ramahai nicht erwischt. Aber die Blue Pass können wir erledigen. Ja, natürlich können wir die erledigen. Hahaha. So, stirbt's mal alle. Wie soll... Ja, da ist der Schein. Okay, perfekt. Perfekt. Der erste Schein gehört schon mal uns. Die kann uns auch keiner wegnehmen. Aber die Blue Pass, die verwirren mich hier immer ein bisschen. So, was ist da oben? Da oben kommen die Ramahais raus. Okay, also die spawnen da. Ich kann auch gar nicht hochschwimmen. Also von dem her, ich glaube, wir haben jetzt hier auf keinen Fall was vergessen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Aber wir sollten trotzdem hier wirklich alles erkunden. Denn ihr wisst ja, was im letzten Level passiert ist. Und das brauchen wir jetzt wirklich nicht nochmal. So, was muss ich denn hier machen? Okay. Okay. Hat irgendeiner einen Schein hinten dran? Ja, der hier. Der Kandidat. Die gehört jetzt auf jeden Fall uns. Und ich glaube, wir schwimmen trotzdem mal hoch. Denn hier oben könnte sich natürlich auch der Stempel befinden. Aber bis jetzt noch nicht der Fall. Oder hängt der Stempel auch irgendwo dran? Aber jetzt kommen auf einmal ziemlich viele. Okay. Bisschen mysteriös das Ganze, aber gut. Aber gut, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Okay, okay. Sacken wir mal ein bisschen ab. Da ist nur eine Feuerblume. Sonst ist da jetzt eigentlich nichts mehr. Aber ich gehe trotzdem mal eine extra Runde nach unten. Denn hier gibt es auf jeden Fall ein paar Sekunden. Die könnten wir auf jeden Fall gut, gut, gut gebrauchen. Ich hoffe jetzt, es war auch nichts da in den Einbuchtungen drin. Denn das wäre jetzt richtig blöde. Und ansonsten müssten wir es nochmal machen. So, geh mal da rein. Okay, da. Nein! Mist. Mist, 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 Mist. Okay, 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 okay. Krieg ich soweit hin? Krieg ich soweit hin? So, jetzt schneller Peach. Schneller Peach, schneller Peach! Ah, da oben gab es wieder auch nichts. Okay, 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 okay. Oh Gott! Das war knapp. Boah, das war sowas von knapp. Das hätte mich fast erwischt. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. So, gibt es hier unten irgendwas? Auch nicht? Serious? Okay. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich nochmal eine extra Runde schwimmen, denn ansonsten kommen wir gar nicht weiter. Nee, da ist tatsächlich nichts mehr. Weh, hier ist der Stempel dann. Ich glaube, dann raste ich aus. Dann raste ich einfach nur aus. So, jetzt hoch, komm. Komm, schwimm, 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 schwimm. Nee, da ist tatsächlich nichts mehr. Okay, haben wir schon die zweite Schein? Ja, die haben wir schon. Okay, alles klar. Dann dürfte sich wahrscheinlich hier nichts mehr befinden, okay? Nehmen wir so hin. Nehmen wir so hin. Aber könnte sich auch hier was befinden. Gibt es da hinten eigentlich irgendwas? Gar nichts? Okay. Aber die Fische schauen mir ein bisschen seltsam aus. Kann ich auf die drauf springen? Ja, kann ich, aber ich kann auch sterben. Ich kann auch sterben. Jetzt bin ich nämlich klein. Jetzt bin ich klein. Okay. Ich ziehe mal lieber das Katzenkostüm an. Ist, glaube ich, ein bisschen besser, als wenn ich klein bin. Denn ansonsten könnte ich ja auch ins Gras beißen. Oder in dem Fall ins Wasser, oh Gott. So, stirb. Okay. Was gab's jetzt dafür? Gar nichts. Außer ein paar Münzen. Wow. Hätte ich mir jetzt ein bisschen was Besseres vorgestellt als Münzen, aber gut. Okay. Okay, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So, da oben gibt's auch nichts. Ja, ich denke, ich habe irgendwo was vergessen. Ich glaube schon. Was gibt's da oben? Da oben gibt's auch nichts mehr. Ich hoffe, das Level geht jetzt noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht alles. Nee, es war auf jeden Fall noch nicht alles. Okay. Okay, leider habe ich jetzt keine Feuerblume mehr. Ist natürlich nicht so geil. Ohne Feuerblume macht das Ganze nämlich nicht so viel Spaß. Ah. Oh Gott. OMG.
Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Uhuhu. Okay, dann nochmal raus. Nein, voll rein. Oh, was bin ich denn für ein Noob? Was bin ich für ein Noob? Oh mein Gott. Ja, da hätte ich eine Feuerblume gebraucht. Da hätte ich jetzt eine Feuerblume gebraucht, ja. Kriege ich noch irgendwo eine? Ich glaube nicht, denn ich bin jetzt tot. Ich bin jetzt tot! Boah, wo war denn der Checkpoint? Ach, hier. Okay. Aber dafür gab es ja keine Feuerblume. Dafür gab es einfach gar nichts. Hm. Ja, blöd. Und wie mache ich das dann? Ich brauche mindestens eine Feuerblume. Ansonsten komme ich nicht an die Scheine ran. Und wo der Stempel hier schon wieder war... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Blooper, verschwinde. Ja, irgendwo muss es hier doch die Möglichkeit geben, sich eine Feuerblume zu holen, oder? Ja, komm, jetzt bleibt... Ja, klar, jetzt bleibt noch direkt da stehen. Ist klar, Blooper. Mhm. Ist klar. So, okay, jetzt sind wir wieder hier. Und da gab es auf jeden Fall gar nichts. Aber komme ich da durch mit einem Rush? Nein, ich komme da nicht durch. Boah, was für ein Blödsinn das ist, hey. Das ist ja ein richtiger Bullshit hier. So, was gibt's da oben? Wieder ein paar Hammer Bros, Hammerfische, okay. Da gibt's eine Röhre. Ich glaube sonst auch nichts. Okay, ich gehe mal einfach weiter. Ich gehe mal weiter. Und da ist dann wahrscheinlich auch der Ausgang. Ja gut, aber hier wird's noch was geben. Aber gar nichts. Okay. Komm schon! Komm schon, irgendwo muss es doch was geben, oder? Was gibt's da? Eine Feuerblume, eine Feuerblume! Nein! Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Stirb! Tom, du auch noch? Ja, perfekt, perfekt. So, gibt's jetzt hier irgendwas? Vielleicht den Stempel oder so? Gar nichts? Aber ich komme jetzt nicht mehr zurück, oder? Na, ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal zurückkomme. Nee. Keine Chance. Keine Chance, ich komme nicht mehr zurück, denn da ist ja schon der Strudel. Also da kann ich jetzt absolut nichts mehr machen. Okay, dann müssen wir dieses Level eben nochmal wiederholen. In der Hoffnung, dass jetzt auch nichts mehr passieren wird. Aber irgendwo muss sich doch hier noch der Stempel befinden. Irgendwo muss der Stempel noch sein. Ja, tatsächlich. Und da ist er. Da ist er. Okay. Geil. Also, den Stempel hätten wir auch. Fehlt also nur noch die dritte Schein. Oh Gott. Ach komm, das war so knapp, hey. Das hätte er auch jetzt durchlassen können, oder? OMG. OMG. Also, der Ramahai macht mich richtig wahnsinnig. Aber wenigstens haben wir den Stempel noch ergattern können. Das ist doch schon mal eine feine Sache. So, dann hier rüber. Aber bei den zwei Kandidaten sollten wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, ich weiß, meine Zeit wird knapp, ich weiß. Aber die goldene Fahne hätten wir schon mal. Okay, super, dann gehen wir jetzt eben nochmal rein und holen uns die letzte Schein, die wir jetzt eben nicht kriegen konnten. Aber das Level war jetzt wirklich riesig. Also ich glaube, in dem Part werden wir jetzt auch nicht viel weiter kommen. Denn dieses Level sollte noch absolviert werden und dann auch noch das nächste. Ich glaube nicht, dass wir das ganz schaffen. Also ich bezweifle es. Ich habe auf jeden Fall alles gefunden. Hätte ich eine Feuerblume gehabt, hätte ich natürlich durch können, aber leider hatte ich keine mehr. Ich hatte leider keine mehr. Komm, Peach, mach mal rein in dieses fantastische Level. Was heißt fantastisch? Naja, so fantastisch ist es gar nicht. Es sieht geil aus, aber es hat auch seine großen, großen Schwächen. Ja, das mal so vorweg. Also es hat wirklich Schwächen, das Level. Es sind zu einem sehr viele Hammerhaie. Also das mal so als ein Punkt. Und zum anderen... Dass Bloopas auch noch dabei sind, finde ich natürlich auch extrem uncool. Denn Bloopas sind, wie bekannt im Wasseruniversum von Super Mario, eigentlich die nervigsten Gegner. Ja, es sind wirklich die nervigsten Gegner. Und ich weiß auch gar nicht, warum die so nervig sind. Bloß, weil man wirklich nicht einfach durchrushen... Nein! Du behindertes Ding, du Blödes. Och, komm schon. Kriege ich jetzt noch eine Feuerblume oder nicht? Ansonsten sterbe ich gleich. Und dann muss ich ja das Level nicht nochmal machen. Ich brauche noch eine Feuerblume, bitte. Ach so, ein Hammerhai hatte sie ja hinten an der Schwanzflosse. Stimmt, 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 stimmt. Okay. Das war der Kandidat. So, dann chillen wir uns mal hier hin. Warten, bis ein bisschen mehr Platz dazwischen ist. Na, hinter der Schein war eigentlich viel Platz, oder? Ja. Hinter der Schein war viel Platz. Und jetzt müssten wir uns bloß beeilen, dass wir da auch sehr geil runterkommen. Was war das, bitte? Wieso habe ich geschossen? Ich habe doch gar nicht gedrückt. Oh Gott, sind wir hier safe? Ja.
Gut, ich denke, da oben sind wir auch safe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bloß nichts überstürzen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Denn wir haben jetzt nämlich nur noch eine Chance, an die Shine ranzukommen. Eine einzige Chance. Okay. Und die werden wir selbstverständlich auch nutzen. Also gehen wir einfach mal gleich darüber. Wäre es natürlich schön, wenn ich noch eine Feuerblume als Backup hätte, aber leider hat sich das nicht ergeben. Der Blooper wollte nicht so, wie ich wollte. Mhm. Und es scheitert irgendwie mal an Bloopers, gell? Also gerade vorher auch. Zum Beispiel der hier, der geht mir tierisch auf die Nerven. Aber gut, jetzt bleibt er zumindest erstmal hängen. Komm, komm, Hammerhai, komm. Nein! Komm, kill mich, kill mich, kill mich, komm. Ja, wir können das Level sowieso gleich verlassen. Denn wir haben keine Feuerblume mehr. Und bis dahin, wir waren kurz zuvor, gibt's auch leider keine mehr. Deswegen nochmal machen. Sorry an der Stelle, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Mein Gott. Also, es nervt mich tierisch selber sogar, dass ich dieses Level jetzt schon zum dritten Mal machen muss. Bloß, weil es hier nirgendwo Feuerblumen gibt im Überfluss. Sonst in den dunklen Leveln werden Feuerblumen gespawnt ohne Ende. Und hier gibt's gerade mal zwei Stück. Gut, gegen Ende kriegt man nochmal eine. Sind dann drei. Aber was bringt mir die dann gegen Ende? Ja. Jetzt stirb, Blooper! Ach, der Blooper, der will mich schon wieder ärgern. Die wollen mich hier alle ärgern. Ja, wenigstens habe ich den noch gekillt. So. Jetzt stirb! Stirb! Ja, perfekt. Perfekt, okay. Okay, jetzt nur nicht von dem treffen lassen. Alles klar. Ich finde, die schwierigste Passage ist erst die nächste. Wo die Hammerhaie in verschiedene Richtungen, also immer hoch und runter schwimmen. Die finde ich jetzt eigentlich am schwierigsten. Die Passage mit den drehenden Hammerhaien, okay, die ist nicht so schwer. Ich hätte mich jetzt einfach halt nicht so blöd anstellen dürfen. Aber gut, kann man nichts machen. Aber wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, uns einen Backup-Blume zu holen. Und das haben wir auch gemacht. Sehr geil. Sehr geil. So, dann hinterher. Hinterher. Komm schon, komm schon, komm schon, Peach. Komm schon. Sehr geil. Okay, okay, okay. Sollte ja normalerweise jetzt nichts passieren. Normalerweise, ich bin hier safe, oder? Ja. Ja. Dann genießen wir mal kurz unsere Safety-Kite. Und ich finde es echt blöd, dass man die nicht töten kann. Ich finde das echt blöd. Wer sich das ausgedacht hat, nicht gut. Nicht gut. Nein. Hätte ich gerne geändert im nächsten Super Mario Game. Sollten natürlich die Gegner wieder vorkommen. Weiß man ja bei Super Mario nie. Einige Gegner kommen wieder dazu, einige eben nicht. Das beste Beispiel ist eigentlich daran, dass die Galumbas, also von Super Mario World für die SNES, da haben sie wirklich lang gebraucht, bis die ein Backup feiern konnten. Hm? Hat richtig lang gedauert. So. Du verzieh dich jetzt mal. So, ich schwimme jetzt am besten gleich los. Komm, ich bleibe jetzt da nicht lange stehen. So. So, ich muss aber... Ja, gut. Okay, okay. Okay. Ich muss oben rein. Denn da funktioniert es besser, weil ich komme von so nicht hin. So. Stirb und stirb. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Warum muss man es denn immer so schwer machen, wenn es natürlich auch leichter geht? Ich weiß es nicht, oh Gottes Willen. Warten, warten, genau. Genau, jetzt bloß nichts überstürzen, einfach relaxen und ich bleib ruhig und relaxed. Genau, wie man das Lied auch so schön kennt. So, waren hier nicht vielen Bloopers? Ja, tatsächlich. So, aber die kill ich jetzt alle auf einmal. Bam, in your face und alle tot. Haha. So, letzte Passage, dann hätten wir es geschafft. Ah, ich glaube, ein Level schaffen wir nicht mehr. Das sollte von der Zeit nicht mehr so ganz reichen. Aber gut, noch ist nichts verloren. Okay, jetzt kommt Peach. Schwimm, 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 schwimm. Ja. Endlich geschafft. Das Level wäre fertig zu 100% absolviert. Die goldene Fahne haben wir auch schon. Das heißt, gehen wir einfach ins Ziel und lassen diesen Part einfach ganz ruhig ausklingen. Ja, war jetzt schon schwer. Also wirklich, zwei Level haben wir bisher bloß geschafft. Schade eigentlich. Ich hätte noch das dritte gerne gemacht. Aber gut, okay. Kann man nichts machen. Ist halt so, wie es kommen musste, oder? Dafür wäre es zu 100% erledigt. Und das ist die Hauptsache. Gut, meine Freunde, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.